Oh, Hühner sind übrigens, die sind so das beste Mahl für den Anfänger, weil die sich auch mit einer Holzaxt wunderbar mit einem Sprungkick erledigen lassen. Ah, jetzt ist er doch kaputt gegangen. Also war es doch irgendwie ein Anzeigebug. Kommt vor. Hep. Ah, nee, doch nicht. Ja, es war auch kein Sprungkick. Komm, es geht auch irgendwie besser. Kritten ist nicht. Naja, Hundi macht das. Hundi macht das. So, Schweinchen, wie viel Schweinefleisch haben wir denn noch? Ja, wir sollten mal eine einseitigere Ernährung vorziehen. Dann passt mehr in den Ofen. Was ich ja eigentlich hier. Ach so, das ist Sandstein. Ich dachte, die hätten schon irgendwie so eine Ruine entdeckt hier oder so. So eine Dschungelruine. Soll es ja geben, habe ich gehört. Ich habe aber keine Ahnung, wie Dinge aussehen. Ein Dschungeltempel habe ich schon mal in irgendeinem englischen Let's Play gesehen, aber so eine Wüstenruine habe ich ehrlich gesagt noch nicht entdeckt. Bist du Vollidiot gerade gegen den Kaktus gelaufen? Naja, genug Wüste erkundet. Ja, wir brauchen Sand. Wie machen wir das am dümmsten? Mit so einer Wüste vor der Tür sollte Sand ja eigentlich kein limitierender Faktor für irgendwas sein. Aber ich hätte gerne irgendeinen Ort, wo das nicht ganz so unästhetisch aussieht. Vielleicht kann man in der Wüste später auch noch irgendwas bauen. Und ich kann hier schon mal irgendwie Vorbereitung treffen, indem ich schon mal eine Baugrube aushebe oder so. Ja, das ist sehr optimistisch gedacht. Ja, vielleicht ist hier einfach mal irgendwas später. Deswegen werde ich jetzt hier, war ja auch schlau, mir eine Steinschaufel dafür mitzunehmen. Mach mal was für dein Geld, Hundi. 4, 5, 1, 2, 3, 1 und hier noch 2, dann sollte das quadratisch sein und die Schaufel wird vermutlich für eine einzige Ebene oder so halten. Hund, steht da mal nicht rum. Das klang sehr bestätigend, oder? Fand ich gut. Gut. Das ist aber auch Super Meat Boy. Definitiv. Und ich mag das Lied. Der Super Meat Boy Soundtrack ist allgemein ziemlich geil, aber er ist nicht so eindringlich. Beziehungsweise beim Binding of Isaac Soundtrack sind eigentlich nur 4, 5 Lieder richtig geil, aber die sind halt so eindringlich, dass man die, wenn man sie hört, einfach noch 6 Tage vor sich hin pfeifen muss. Ja, wie gesagt, für Vorschläge, Musik, für die ich nicht in den Knast wandere, jederzeit gerne per PN oder Kommentar an mich, wenn ihr da Ideen habt, was man da nutzen könnte. So. Oh, hier kommt schon der Sandstein. Stimmt, ich wusste, die Sache hat einen Haken. Ich kann ja gar nicht unendlich tief runterbuddeln. Da kommt ja relativ früh schon Sandstein und damit kann ich ja nichts anfangen. Manno. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn ich jetzt einfach so eine tiefe Baugrube ausheben könnte, so bis ich das Tageslicht nicht mehr riechen kann. Da muss ich gerade selber drüber nachdenken, tut mir leid. Ja, war dumm, ich merk's. Ja, Schaufel ist im Orse. Ja, dann machen wir mal so eine Notfallwerkbank. Man kann eigentlich nie genug Werkbanken haben. Die stehen am besten quer verteilt, querfeldein über die gesamte Map. So, das wirkt so doch ganz hübsch. Und da brauchen wir noch ein paar Sticks aus Bitchwood. Zack, zack. Und noch 2 Schaufeln. Und dann reicht das erstmal. So viel Sand brauche ich ja eigentlich noch gar nicht. Aber ich denke mal, das ist langweilig, wenn wir als. Ich weiß nicht, was das langweilig ist, wenn wir andauernd wieder. Oh, hallo. Wenn wir andauernd wieder in die Wüste gehen, um uns Sand zu holen. Oder wenn ich das einmal ziemlich lange mache. Weiß ja nicht. Was ist da langweiliger als Zuschauer? Ich sollte echt mehr Let's Plays gucken, dass ich weiß, was langweilt mich. Aber ich habe da gar nicht so die Zeit zu. Nur zu verfolgen, was in der Let's Play-Welt so vor sich geht, ne? Wie gesagt, seit Folge 599 schaue ich hin und wieder mal bei Gronkh rein, aber ich schaue eigentlich nie die ganzen Folgen, sondern ich skippe dann so ein bisschen durch und ja, ansonsten, was gucke ich an Let's Plays noch so? Ich habe mir die Saraza Black Ops, sage ich schon, Battlefield Multiplayer LPs mal ganz gerne verinnerlicht. Nein gezogen. Aber ansonsten, so ein paar Let's Tests. Schaue ich mir auch ganz gerne mal an. Ja. Wie gesagt, ich bin da nicht so ein Vorbild. Halt, also, nehmt mich nicht als Vorbild für euren Let's Play-Konsum. Ihr müsst viel mehr Let's Plays gucken, als ich das tue. Es sei denn, ihr habt was Besseres zu tun. Das ist natürlich ein Argument. So, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Schräg oder gerade? Also so eine Treppe oder so eine Treppe? Nee, ich mache so eine Treppe. Und zwar auch noch genau entgegengesetzt zu der Seite, wo ich herkomme.
Minimap ist so ein Mod, den man sich gerne mal reinhauen könnte. Einfach, weil die Sachen mit der Zeit ziemlich verwirrend werden, denke ich mal. Aber eigentlich sollte man sich ja in seiner Minecraft-Welt wie zu Hause fühlen, von daher braucht man ja gar keine Minimap. Ah, das ist das Schweinchen, was mein Hund vorhin für mich gerissen hat. Ist schon seltsam. Jetzt ist ein Hund, vorhin war es noch ein Wolf. So wie mit den Ozelots. Die werden Katzen, sobald man sie zähmt. Naja, beziehungsweise eigentlich gehören Ozelots ja auch zu den Katzentieren, so wie Löwen und so, aber naja. Ist das eine Wildkatze? Ein Ozelot. Klingt immer wie ein Ritter der Tafelrunde. Sir Ozelot. Komm her. So, damit wir für Nahrung auch erstmal gesorgt haben, bis wir uns irgendwie hier so eine heimische Bar eingerichtet haben, in der wir abends dann immer ein Weizenbierchen zischen, während wir unser Sauerkraut kahlen. Ich bin übrigens kein Bayer und ich mag auch eigentlich kein Sauerkraut, aber Weizenbier. Ich wollte auch eigentlich Sauerbraten sagen. Wie kam ich auf Sauerkraut? Sauerbraten ist auch ein sehr schönes Free-to-Play-Spiel im Stile von Unreal Tournament. Habe ich eine Zeit lang mal gespielt, aber auch nicht sehr aktiv. Oh, sorry, ich nehme dem Hund gerade die ganze Arbeit weg. Armes Vieh. So, da können wir uns noch ein bisschen an der Kohle bedienen. Stecken wir mal ein. Komm her. Oh, wir verhungern übrigens gerade. Was zischt hier immer so rosa? Da ist immer so ein rosa Flocken. Da, bei der Kohle. Da spinnen die Texturen noch ein bisschen rum. Da habe ich hier so richtig schön die Optifine Ultra Mega Edition. Wenn ich übrigens die Optifine Ultra Mega Edition benutze und dann diese seltsamen Shader noch reinhaue, dann noch die Render Distance auf Far stelle und sämtliche Effekte schön an, dann läuft bei Minecraft dann doch stabil auf 20 Frames. Deswegen, und weil ich die Shader gar nicht mal so hübsch finde, die stören meistens, finde ich, ja, das passt zu Minecraft gar nicht, habe ich mich entschlossen, dieses LP ohne Shader zu machen. Aber nun ja, jetzt kann ich nicht mehr rennen, jetzt wird's kritisch. Geht ja mal gar nicht. Ich müsste jetzt meinen Kopf auch so kippen können, ihr seht es ja nicht. Ich könnte mit Facecam aufnehmen, Minecraft, aber ich glaube, bei Minecraft ist eine Facecam ziemlich langweilig. Obwohl bei einem Kerl wie mir und bei Nacht. Naja. Nee, dann macht ihr euch nur noch mehr über mich lustig. Das muss nicht sein. Muss nicht sein. Burp, Murp, Muffin Purple Kirk. So, ich sehe allein schon ein paar Kaffeebohnen. Nee, es sind nur zwei. Kaffeebohnen, wenn ich hier reingucke. Und es sind Kakaobohnen. Kakao. Ja, stell dich mal vor, ihr habt ein Müsli namens Kakaos. Ist dann eigentlich nur so ein Schokomüsli, aber es klingt total eklig. Auf dem Baum werden wir uns im Laufe dieses Let's Plays noch eine Festung errichten, beziehungsweise ein Baumhaus. Genau auf dem. Oder ich baue so lange große Bäume vor meiner Tür an, bis ich einen habe, der so aussieht wie der da. Da unten liegen EP. EP sind toll. EP sind schön. Oh, Hundi, was machst du denn für eine Scheiße? Oh, komm mal her. So. Komm her, du Sau. Wunderbar. Ja, man gibt den Hunden immer nur weggeworfenes, dass man selber nicht isst. Was für einen selbst nicht gut genug ist. Oh, habe ich dich jetzt in Love-Mode versetzt? Das tut mir aber leid, das war keine Absicht. Naja, suchen wir noch einen anderen Hund. Dann kriegen wir kleine Wölfchens. So, hab kein Schwert mehr, das heißt, unsere kleine Jagd ist vollendet. Wir machen jetzt erstmal Glas und, ja, irgendwie Nahrung für eine ganze Kompanie. Verschimmelt ja zum Glück nicht. Gibt's einen Schimmelmod für Minecraft? Da ist Nahrung einfach irgendwie so, und dann war's mal. Da ist Eisen. Ich mag Eisen. Aber ich mag keine tiefen Höhlen. So Höllenhöhlen. Nehmen wir uns mal ein bisschen Dreck. Und ich wollte doch Dreck sparen. Wie das klingt. Dreck sparen. Zack. Zack. So, das reicht vorerst mal. Dann machen wir da noch so eine Plattform hin. Du Vollidiot. Wozu gebe ich dir echtes Fleisch? Du gehst damit eh um mit deinem Leben, als wär's geschenkt. Du Pixelvieh. So. So viel dazu erstmal. Und dann bauen wir hier noch irgendwie da eine Ebene hin. Ups. Nee, nicht da. Und dann sollte das Ganze erstmal halbwegs sicher sein. Zack, da noch was hin und den hier weg. Und dann hauen wir uns hier noch ein bisschen, kratzen wir uns mal auch die Reste aus der Wand. Dann sollten wir auch erstmal genug Kohle haben für den Anfang. Und dann begeben wir uns zurück zu unserer bescheidenen Butze und ja, werden da erstmal den Glaser anheuern.
dass der uns da ein hübsches Schaufenster reinbastelt, dass wir Menschen beobachten können draußen vor der Tür. Da kommen da wirklich teilweise zwei Kohlen raus? Ich dachte, da braucht man irgendeine Verzauberung für. Sind das... Nee, das ist nur eine, aber teilweise sieht es so aus, als wären es zwei. Sind es dann wirklich zwei?